Hallo, auch heute habe ich nochmal ein GTA-bezogenes Video für euch. Genauer möchte ich über Rockstars Update und DLC Machenschaften der letzten Tage und der kommenden Wochen reden. Zum einen geht's dabei um die Adversary Modes, die ja in letzter Zeit immer mal wieder in einigen Updates mit neuen erweitert werden. Und zum anderen geht es um die Leaks in Bezug auf das kommende Lowriders Part 2 DLC. Mit beiden Dingen bin ich relativ unzufrieden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und warum, das werde ich unter anderem auch noch später in diesem Video erklären. Erstmal möchte ich erklären, was es denn alles an DLC-Sachen gab, sodass wir alle auf dem gleichen Stand sind, worüber ich denn hier rede. Rockstars Updates der letzten Zeit, eigentlich schon das ganze Jahr, waren insgesamt relativ billig. Nicht preistechnisch, aber aufwandstechnisch. Rockstar hatte damit nicht viel Arbeit. Beispielsweise die ganzen Doppel-Cash-Aktionen sind eine billige Maßnahme, um erneut Player-Traffic in Dinge hineinzubringen, die Players vermutlich sonst nicht sonderlich häufig spielen würden. Wie beispielsweise jetzt die Versus-Missions, die ja sonst sowieso sich keiner für interessiert, würde ich mal behaupten. Aber auch davor, die Kontaktmissionen. Zum Cash-Grinden sind sie zwar ab und an noch ganz interessant, aber die Kontaktmissionen zu machen, weil man unbedingt die Missionen so interessant findet oder weil sie einen so großen Replay-Value haben, das macht keiner. Und davor die VIP-Arbeit. Manche Sachen sind ganz witzig, wie die Piratenverteidigung oder Führungsflucht. Aber selbst das ist vor allem auch im regulären Free-Mode manchmal auch eine Aktion, die nach hinten losgehen kann. Wenn andere Spieler einem den VIP-Auftrag ruinieren. Ich denke, dass Rockstar mit all diesen Sachen beabsichtigt hat, irgendwie halbtote Systeme oder Aspekte von GTA Online auf gewisse Weise wiederzubeleben. Von Doppelcash abgesehen gab es ja auch noch jede Menge Adversary Modes. Namentlich als erstes dieses Jahr war es, glaube ich, Drop Zone. Dann zwischenzeitlich im Rahmen des Valentinstags-Updates auch diesen komischen Zweierteam-Modus. Und jetzt als letzten hinzukommen Rhino Hunt. Lester, sei bitte nicht so laut. Du störst mich. Okay, Rhino Hunt, wo man also einen Panzer zerstören muss, indem man mit Autos und Haftbomben ihn irgendwie rippen soll. All diese Adversary Modes sind im Wesentlichen Beschäftigungstherapie und recycelter Content, den man genauso gut so oder so ähnlich im Free Mode erleben könnte. Fahrt mal mit einem Panzer rum. Vielleicht wird der ein oder andere auf die Idee kommen, euch mit Haftbomben sprengen zu wollen. Und tada, da habt ihr Rhino Hunt. Springt mit einem Fallschirm ab und probiert einen Spieler, der sich gerade mit einem anderen Spieler am Boden battelt, nach dem Landen zu killen. Da habt ihr Drop Zone. Und das Zweierteam muss ich ja nun nicht wirklich erklären, oder? Außer, dass da dieser besondere Turn drin ist mit den Teammates, die sterben. Irgendwie auch nicht so richtig das Wahre, wenn ihr mal ehrlich seid. Oder ist es alles irgendwo recycelter Content? Und das findet sich auch bei den DLC-Fahrzeugen wieder und den eigentlichen Updates mit ihren DLC-Fahrzeugen. Beispielsweise das Valentinstags-DLC mit der zweiten Version von dem Roosevelt. Das braucht doch kein Mensch. Oder das zwischenzeitliche Update mit dem 900R Banshee. So gerne ich auch den Wagen fahre und so gut ich ihn auch finde und so gerne ich auch mehr upgradebare Autos hätte für mehr Tuning-Optionen, das ist kein vollwertiges DLC. Das ist kein neuer Content. Es ist vielleicht alter Content neu angestrichen, aber es ist nichts Neues, was das Spiel jetzt bedeutend neu erfindet oder irgendwelche gravierend neuen Aspekte des Gameplays hervorbringt. Ist es alles nicht. So oder so ähnlich gibt es alles schon in der Sandbox des Free Modes. Es ist alles schon vorhanden. Und wenn ich jetzt höre, dass die Leaks für das Lowriders Part 2 DLC... Oh, denkt mal zurück an das Lowriders 1 DLC. Das hatte einigen neuen Content.
Aber jetzt das Part 2 DLC mit 6 Fahrzeugen, die es allesamt schon angeblich im Spiel gibt und was alles wieder nur neu upgradebare Versionen sind. Ich meine, es ist ja schön, dass Rockstar das Arsenal der Lowriders erweitert. Aber das ist kein vollwertiges Update, was dann den ganzen Monat halten soll oder irgendwie das Spiel auffrischen soll. Das kann's irgendwo nicht sein. Das ist faul. Das ist nicht das Richtige. Es unterstützt zwar meine Theorie, dass Rockstar hinter den Kulissen an irgendetwas Aufwendigerem arbeitet und dass deswegen jetzt nur billiger Scheiß kommt. Aber irgendetwas, was vorab mal irgendwie interessant sein könnte, das wäre doch ganz nett, oder? Und wenn ich das so sage, dann meine ich definitiv nicht, dass bei dem Lowriders 2 Update auch noch ein neuer Adversary Mode mitkommt. Ich möchte keinen neuen Adversary Mode. Ich möchte etwas Neues für den freien Modus. Etwas Interessantes. Oder wenn ihr schon einen Adversary Mode macht, Damen und Herren bei Rockstar, warum dann nicht in diesen Adversary Mode etwas Neues einbauen? Wie geil wäre beispielsweise der Rhino Hunt Modus gewesen? Hätte man dort anstelle eines Rhinos einen neuen Schützenpanzer oder weiß Gott vielleicht sogar einen alten Schützenpanzer mit reingenommen. Den Noose APC aus GTA 4, einfach auf GTA 5 umgemünzt. Dann hätte es einen Grund gegeben, diesen Modus zu spielen und der Modus wäre sogar interessant gewesen. Aber so doch nicht. Ich meine zugegeben, ich verstehe, was Rockstar mit einem Adversary Mode bezwecken möchte. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Es gibt Leute, die im Gegensatz zu mir und im Gegensatz zu vielen anderen hochleveligen GTA Online-Spielern nicht die Zeit haben, ewig im freien Modus rumzuhanseln. Die demnach auch nicht die vollen Möglichkeiten der Sandbox des freien Moduses ausschöpfen können. Und deswegen entsprechend die Highlights des freien Moduses viel seltener, wenn überhaupt, jemals erleben. Mit den Highlights meine ich dann ebenso Situationen, wie man sie vielleicht in einem Adversary Mode erleben könnte. Wie bei der Rhino Hunt oder wie bei der Drop Zone. Nur die sich frei und eben freier modusartig frei aus sich selbst heraus entwickeln und dann einfach passieren. Und dann tausendmal interessanter sind. Weil sie halt wirklich frei entstanden sind. Im Kontrast dazu im Adversary Mode ist eine vorgepresste Form da von einer bestimmten Begebenheit, die sich in irgendeiner Art und Weise zutragen kann. Und in diese Form werden dann halt nur die Spieler hineingesetzt, die den Adversary Mode spielen. Das macht das Geschehene aber irgendwie ziemlich gezwungen. Was möchte ich mit diesem Video im Wesentlichen sagen? Ich möchte im Wesentlichen sagen, dass ich Dinge möchte, die Sandbox des freien Moduses erweitern. Rockstar nimmt genug Geld mit Sharkards ein. Die Ressourcen sind da und die Ideen auch. Man müsste sie nur mal umsetzen, etwas wirklich Neues machen, keinen recycelten Content. Oder sich dem vorhandenen Content annehmen und ihn vernünftig balancen. Was meint ihr dazu? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es mal was anderes war.